Hey Freunde, ich bin's wieder, René von Blue Truths. Und in diesem Video geht's mal um das Thema Phosphat. Wie du den Phosphatwert in deinem Meerwasseraquarium senkst und wie du ihn auch so hältst, wie er sein sollte. Ich hoffe, dir hilft dieses Video am Ende weiter und wenn es dir gefällt, freue ich mich, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt und mir auch einen netten Kommentar unten da lässt. Doch bevor wir jetzt einsteigen und darauf eingehen, wie du den Phosphatwert überhaupt gesenkt bekommst, wollen wir erstmal darüber sprechen, wie ist denn überhaupt der ideale Wert? Wo kommt Phosphat überhaupt her? Welche Ursachen haben zu hohe Phosphatwerte? Und natürlich auch zum Schluss, wie kriegst du sie wieder gesenkt? Der ideale Bereich für Phosphat fürs Meerwasseraquarium ist natürlich auch davon abhängig, was für Korallen du bei dir im Aquarium hältst. So zum Beispiel wollen kleinpolypige, also SPS-Korallen, niedrigere Nährstoffwerte, also weniger Phosphat, aber auch weniger Nitrat, wie zum Beispiel LPS-Korallen, also großpolypige Korallen. Aber eine allgemeine Range, wo du eigentlich alles ordentlich mit abdeckst, ist zwischen 0,03 Milligramm Phosphat pro Liter und 0,1 Milligramm Phosphat pro Liter. Ist auch ein bisschen damit im Zusammenhang, wie hoch deine Carbonathärte ist, weil je höher deine Carbonathärte ist, desto höher sollte auch entsprechend dein Phosphatgehalt sein, aber immer noch in diesem Bereich. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regeln, so gibt es halt auch einige Aquarianer, die schon mit weitaus höheren Phosphatwerten richtig, richtig geile Becken aufgebaut haben. Sollte ein Phosphatwert unter die Nachweisgrenze fallen, kann das richtig dramatische Folgen für deine Korallen im Aquarium haben. Den Fischen ist das eigentlich so ziemlich egal, aber deine Korallen, die brauchen Phosphat, um wachsen zu können, um überhaupt ernährt zu werden, weil entsprechend durch die Symbiosealgen kriegt die Koralle ihr Futter und wenn kein Phosphat mehr da ist, kann die Symbiosealge, also die sogenannte Zooxanthelle, keine Photosynthese betreiben und gibt somit der Koralle auch kein Futter. Zu hohe Phosphatwerte sind auch kein Problem für deine Fische, genauso wenig wie zu niedrige. Es ist auch nicht ganz so dramatisch für deine Korallen, wenn dein Phosphatwert mal ein bisschen weiter nach oben steigt. Aber bei zu hohen, also bei viel zu hohen Phosphatwerten, stellen deine Korallen auch das Wachstum ein und das wiederum kann zu einem Teufelskreis führen, was wiederum dazu führt, dass sich Phosphat noch mehr anreichert. Zudem kann es auch gut sein, dass du exponentiell starkes Algenwachstum bei dir im Aquarium hast, weil Algen lieben Phosphat. Und ein weiterer Punkt ist, bei zu hohen Phosphatwerten kommt es auch schnell dazu, dass Korallen sich braun färben. Das liegt nämlich dann daran, dass die Symbiosealgen so stark vermehren und so viele Nährstoffe aufnehmen, dass sie die Koralle so stark überwachsen, dass nichts mehr von der schönen Farbe zu sehen ist. Das kriegst du aber halt wieder schön in den Griff, wenn deine Phosphatwerte in den ordentlichen Rahmen kommen, sprich von 0,03 Milligramm bis 0,1 Milligramm Phosphat pro Liter. Die Ursachen für zu hohe Phosphatwerte im Meerwasseraquarium sind eigentlich gar nicht so groß. Also es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, wie Phosphat bei dir ins Aquarium kommt. Die Hauptquelle, wie Phosphat bei dir ins Aquarium kommt, ist über die Fütterung. Das macht den allergrößten Teil der Nährstoffe im Aquarium aus. Eine weitere Möglichkeit ist aber auch ein schlechtes Ausgangswasser. Wenn zum Beispiel eine Umkehrosmoseanlage aufgebraucht ist und dein Mischbettharz aufgebraucht ist und du dann noch dummerweise Phosphat in dein Leitungswasser drin hast, was dann nicht mehr rausgefiltert wird, kann es passieren, dass du mit jedem Wasserwechsel, dass du mit jeder Dosierung Nachfüllwasser dein Phosphatgehalt im Aquarium steigerst. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du einfach nicht genügend Phosphat im Aquarium verbrauchst oder austrägst. Mit Verbrauch spreche ich von dem, was die Korallen verbrauchen oder je nachdem, wenn du es hast, auch ein Algenrefugium verbraucht. Aber auch je nachdem, wie du dein Aquarium fährst. Über einen Wasserwechsel oder durch die Abschäumung, dass du nicht genug abschäumst oder zu wenige Wasserwechsel machst. Das sind auch Möglichkeiten, wie sich Phosphat bei dir im Aquarium ansammeln kann. Ein weiterer Punkt für zu hohe Phosphatwerte, eine zu niedrige oder eine schlecht ausgerichtete Strömung. Weil so kann es passieren, dass sich halt Futterreste in gewissen Ecken, in sogenannten toten Stellen bei dir im Aquarium ansammeln, dort verfaulen und halt somit größer werden und die ganze Zeit Phosphat ins Wasser abgeben. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, geht es dabei nur darum, die richtige Balance zu finden zwischen Phosphateintrag und Verbrauch. Wenn du so viel Phosphat über deine Fütterung ins Aquarium gibst, wie auch in dem Zeitraum zwischen den Fütterungen verbraucht wird,
dann hast du einen stabilen Phosphatgehalt im Wasser und das ist das, was alle Korallen lieben, stabile Wasserwerte. Es gibt aber noch weitere Verbraucher für Phosphat. Nicht nur deine Korallen verbrauchen Phosphat im Aquarium, sondern halt auch, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, Algen. Seien es deine Kalkrotalgen, die brauchen Phosphat. Seien es aber auch Grünalgen, seien es Fadenalgen oder auch verschiedene Makroalgen, die für ein Algenrefugium benutzt werden. Und deshalb ist auch ein Algenrefugium eine gute Möglichkeit, dein Phosphatgehalt im richtigen Bereich zu halten, auch wenn du einen größeren Fischbesatz hast. Zudem kann es auch passieren, dass du bei höheren Nährstoffeintrag, also du fütterst und trotzdem kannst du keinen Phosphat messen, kann es daran liegen, dass deine Steine, dass dein Riffgestein erstmal einen Speicher an Phosphat aufbaut und somit das Phosphat dem Wasser entzieht und in den Stein selbst einlagert. Das wiederum hat zur Folge, wenn du schon zu hohen Phosphatwert hast, macht es das entsprechend schwieriger, den Phosphatwert wieder runterzubringen, weil nach und nach geben die Steine dann auch wieder Phosphat ans Wasser ab, wenn der Phosphatgehalt im freien Wasser niedriger ist als das, was die Steine aufgenommen haben. Und jetzt kommen wir zu den 6 Tipps, wie du den Phosphatgehalt in deinem Meerwasseraquarium reduzieren kannst. Der erste ist Arbeit mit Phosphatabsorbern. Hier gibt es eine ganze Palette an verschiedenen Arten an Phosphatabsorbern. Grundsätzlich gibt es welche auf Eisenbasis, in flüssiger und fester Form. Hierbei ist dran zu denken und zu beachten, dass gerade die flüssigen Phosphatabsorber sehr, sehr schnell Phosphat aus dem Aquarium entfernen können. Was nicht gut ist für deine Korallen, Wasserwerte sollten immer langsam angeglichen werden. Beim Einsatz von festen Phosphatabsorbern gibt es einmal den auf Eisenbasis und den auf Aluminiumbasis. Hier sollst du auch bedenken, die absorbieren nicht nur Phosphat, die absorbieren auch Silikat, was wiederum gut ist für dein Meerwasseraquarium, dass dieser Stoff auch dem Aquarium entzogen wird, falls er überhaupt vorhanden sein sollte. Einfach biologisch ist der zweite Tipp, den ich hier für dich habe, und zwar über Wasserwechsel. Wenn dein Ausgangswasser gut ist und keine Nährstoffe enthält, also auch kein Phosphat, und du halt Wasser aus dem Aquarium rausnimmst und phosphatfreies Wasser wieder ins Aquarium reingibst, senkst du damit automatisch auch den Phosphatgehalt im Wasser. Der nächste Punkt, Punkt Nummer 3. Pass deine Fütterung an und schau, dass deine Strömung auch ordentlich ausgerichtet ist. Und zwar solltest du nur so viel füttern, dass deine Fische das innerhalb von einer Minute alles verzehrt bekommen. Lieber mehrfach wenig füttern als einmal groß und dann wird das Futter hinter das Riff gespült und bleibt dort und sammelt sich dort an. Das ist nicht gut, deshalb sorg für eine optimale Strömung und eine angepasste Fütterung. Wenn du schon angepasst fütterst und auch nicht zu viel fütterst, dann kann es sein, dass du deinen Fischbestand reduzieren solltest, weil dann hast du einfach zu viele Fische, die mehr Futter brauchen, als dein Aquarium überhaupt aktuell verwalten kann. Der nächste Punkt, Punkt Nummer 4, ist der Einsatz eines Algenrefugiums. Ein Algenrefugium oder auch ein Algenfilter ist eigentlich nichts anderes als eine Zucht an Makroalgen im Aquarium. Idealerweise fährst du das sogar azyklisch zu der Beleuchtungszeit von deinem Aquarium, weil deine Algen, die verbrauchen Nitrat, Phosphat, die verbrauchen aber auch CO2, was wiederum noch als weiterer positiver Effekt dazu führt, dass gerade in der Nacht, wenn du nachts dein Algenrefugium beleuchtest, für einen stabileren pH-Wert im Aquarium sorgt. Kommen wir jetzt zum 5. Punkt. Und zwar hast du mal über einen Wechsel deines Futters nachgedacht. Ich verlinke dir hier oben mal ein Video zu einem eigenen Versuch, wo ich getestet habe, wie viel Phosphat welches Futter abgibt. Weil allein dadurch kannst du schon die Phosphatzugabe ins Aquarium enorm ändern, indem du halt einfach deine Futtersorte wechselst. Schau das Video mal an, wenn du es noch nicht gesehen hast. Ist auch ein wichtiger Punkt, wie du halt einfach deine Nährstoffwerte im Aquarium gesenkt bekommst. Und die letzte und schönste Möglichkeit, also Tipp Nummer 6, ist: Setz mehr Verbraucher ein. Verbraucher nicht nur in Form von Algen, sondern Verbraucher in Form von Korallen. Somit sorgst du zum einen dafür, dass mehr Nährstoffe verbraucht werden. Im Umkehrschluss auch, wenn du Probleme hast mit zu niedrigen Phosphatwerten, kannst du auch wieder mehr Tiere einsetzen. Darüber hinaus ist es halt auch einfach
viel, viel schöner anzusehen, wenn du große, schöne, bunte Korallen bei dir im Aquarium hast. Welche du da einsetzt, ist eigentlich relativ piep. Hauptsache, es gefällt dir und es ist schön. Allerdings ein Haken an der Geschichte: Sollte dein Phosphatwert schon viel zu weit oben sein, dann warte noch mit dem Einsetzen der Korallen und reduziere den erstmal und setz dann erst Korallen ein, weil wie vorhin schon erwähnt, sorgt ein viel zu hoher Phosphatwert dafür, dass Korallen aufhören zu wachsen bzw. das Wachstum enorm reduzieren. Wollen wir mal ein kurzes Fazit ziehen zu diesem Video. Idealerweise hältst du deinen Phosphatwert im Aquarium zwischen 0,03 mg pro Liter und 0,1 mg pro Liter. Schau am besten dafür, dass dein Phosphatgehalt gar nicht erst zu hoch steigt und teste regelmäßig auch dein Phosphatgehalt. Je stabiler dein System läuft, desto weniger musst du messen. So kann es halt auch sein, dass wenn dein Aquarium sehr, sehr stabil läuft, es reicht, wenn du nur alle 2 Wochen dein Phosphatgehalt misst, solange du keine Parameter änderst. Sollte dein Wert doch zu hoch gestiegen sein, überleg dir, welche Maßnahme du ergreifen willst, um dein Phosphatgehalt wieder zu senken. Eine einfache und effektive Möglichkeit ist der Einsatz von Phosphatabsorbern oder du kannst halt auch langsam durch einen Wasserwechsel machen. Denk daran, es kann manchmal dauern, bis die Wirkung sich entfaltet, weil entsprechend auch dein Riffaufbau, dein Riffgestein eine Pufferkapazität an Phosphat hat. Ich hoffe, dieses Video hat dir wieder gefallen und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt oder auch 2, das nächste Mal wieder einschaltest und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Das war's wieder, euer René von Blue Truths.